Ah, unten, gell? Weil das schaut fast so aus, als ob dieses kleine Ding da immer so ein Sackchen-Vortex von dem dicken ist. Der dicke hinten, gell? Ja. Schau dir der kleine Robsi wieder auf, da drin. Nein, das vorne ist auch Tornado, gell? Ja, ich bin mir sogar zwiesig in den Kerner vom Zusammen. Das ist eigentlich nur ein großer. Und das Rope-Out, hä? Shane. Wie viel? Geil. Schau, wie es ein Auffahrsackbord ist. Weißt du, wie knapp das daneben ist bei uns? Jetzt wird es wieder warm, gell? Ja. Merkst du das? Ja. Da hinten hat es noch lange. Das grün, meine ich. Und dir, was denkst du dabei? Ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Land-E-Rotation da ein bisschen. Der ist nicht mehr so breit, schau, der ist so breit. Der ist so breit, da drüben, wo der Niederschlag anfängt, ja, ist da 4 circa. Das ist ein einziger Tornado. Meinst du, kriegen wir von den Hinterseiten besser? Schau. Meinst du, dass er hinten wieder den Niederschlag um anzeigt, gell? Ja, hinten ist eigentlich Niederschlagsbereich. Wir sind bei dem. Boah! Jetzt von einem einzelnen Niederschlagssignalpaket, was es hat. Wenn ich aber neu nachbildet und das machen wir super zahlen und ja, fast alle Gewitter, dann ziehen sie nicht in der Geschwindigkeit. Sie ziehen aber dann schneller, wenn sie Organisation verlieren und das wird der wahrscheinlich jetzt blühen. So, wir steuern uns jetzt da her, oder? Lassen uns überholen. Ja. Nein, wir müssen mal durchfahren und lassen uns dann nochmal überholen. Also wohl erst mal da, was hier ist, aber zweite Mal. Doppelt hält besser. Wenn man das erste Mal sagen, falls die Heckscheiben noch ganz blöd ist. Fahr. Noch ein bisschen. So, passt ab. Dann hat das die Kaue. Oder nichts? Das wird von hinten im Auto lassen. Ja, jetzt hüllt er sich wieder in Niederschlag. Der ist draußen am Land. Interessiert keine Sau. Boah, das ist geil. Da drauf. Ja. Das interessiert wirklich keine Sau. Hörst du das? Hört sich das? Ja. Oh, das ist geil.
Alter! Komm raus da, du Sau! Was ist das? Ha? Ich habe mich unhalb von vorne angeschissen. Da bist du den Oma dumm wirbelt. Jetzt kommt er wieder raus. Pass auf, jetzt müssen wir wieder rauskommen. Jetzt saugt der Niederschlag wieder rein. Ja. Ist unbeschreiblich. Wir haben einen richtig großen Weitsternäder vor uns, den gesamten Lebenszyklus drauf. Jetzt ist er im Niederschlag verhüllt, aber mein Herz einfach, der ist ganz in der Nähe. Der müsst, jetzt zieht der Niederschlag wieder rein. Mit Glück müsste er nachher wieder gleich sichtbar sein. Jawohl! Was? Ja, schau, jetzt kommt er wieder raus. Ja, genau. Ja, jetzt kommt er wieder raus. Was, so breit? Der ist so breit. Der ist mindestens Scheiße, eine Meile breit. Und du hast recht, wir kriegen von hinten ein Knackquatschen, weil da kommt eine Rotation mit roten Echos daher. Ja, ja, der ist jetzt schon. Die Wallcloud und den Hook hin bildet es jetzt gerade neu. Normalerweise dauert der Zyklus so circa 1/4 Stunde. Wir schauen. Weil der eine hat dann auch der Tauber, der ist im Niederschlag verschwunden. Und da dürfte es anscheinend ein paar Chaser auf dem Highway überrascht haben, was wir jetzt am Radar gesehen haben. Also ich hoffe, dass die jetzt noch weggefahren sind, weil das ist sonst ein bisschen schlauchig. Aber das Türkis, das ist irre. Was sagt denn der Funk eigentlich? Funk? The thing is, the rotation center of the tornado. Probably still on farm. Wrapped in rain, fully wrapped in rain. There's the second one developing with some of these structures over there. So you think there's going to be one that comes hours of thunderstorms likely? Lows in the mid-60s. Cell points 15 to 25 miles an hour, with gusts to around 25 miles an hour. The chance of rain 70%. Thursday, showers and thunderstorms likely. The chance of rain 60%. Thursday night, mostly cloudy. A chance of